Wir stärken die Kraft jedes einzelnen Kindes in einer Gemeinschaft, die niemanden ausschließt und sich um jeden Einzelnen sorgt. Unsere Erziehung verwirklicht das Prinzip Ganzheitlichkeit. Körper und Geist bilden ebenso eine Einheit wie Leben und Arbeit. Ich tue alles für diese Schule, das wissen Sie ganz genau. Und ja, ich bemühe mich sehr um Erik. Aber das ist Kern unserer Pädagogik, sich in die Kinder einzufühlen, ihnen auf Augenhöhe zu begegnen. Thomas, das ist eine Schülerin. Ja und? Jeder in dieser Schule hier brennt für dich. Aber ich mache mir auch Sorgen, Simon. Es gehen da Gerüchte um. Nein, bitte. Du musst vorsichtiger sein mit diesen vielen Knaben, die dir auch viel zu nah sind. Hier wirst du zu nichts gezwungen. Weder zum Sport noch zu was anderem. Was ist los? Was ist mit dir? Ich will dir helfen, aber dazu musst du mir sagen, was los ist. Glaub's mir eh nicht. Die Sexualität von Kindern hat nichts mit der Erwachsenen zu tun. Sie haben doch keine Ahnung davon, was Kinder wollen. Diese Liebe ist etwas unglaublich Schönes. Liebe nennen Sie das? Das ist krank. Jetzt hört mal auf, über einen Kollegen herzuziehen. Also wenn der Schüler ein Problem hätte, dann würde er es doch sagen, ne? Vielleicht traut er sich nicht. Das gibt's hier nicht, dass sich jemand nicht traut. Ich hatte den Eindruck, die hatten was miteinander. Aha. Und das hast du dann fotografiert? Ja. Also ich kann beim besten Willen nichts erkennen. Für mich war das eindeutig. Aber wirklich sicher scheinst du dir nicht zu sein. Du kleiner Scheißer. Pass auf, sonst erzähle ich allen, was du mit mir machst.